Hallo, was geht? Ich bin der Schnellste und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein anderes Video und zwar heute gebe ich einfach nur mal 7 Tipps für gute Videos. Ich weiß, ich bin selber noch nicht so ein guter YouTuber, aber man weiß quasi schon, was es so bedeutet. Und dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist auf jeden Fall einen Plan haben. Also man muss ein Skript schreiben. Man kann sich nicht einfach so vor die Kamera stellen und irgendwas erzählen, weil das würde nicht gut rüberkommen. Wenn ich mich jetzt hier einfach so hinstellen würde und was soll ich denn dann sagen? Jo Leute, was geht? Ich bin der Strenggangster. Ein Satz, den ich geplant habe. Sonst weiß ich nichts mehr. Das kommt nicht gut rüber. Und dann sagt man die ganze Zeit und das wäre viel zu viel Aufwand, da irgendwie sich im Video was zu überlegen. Wenn man jetzt es ein bisschen weiter gebracht hat, dann erwarten die Zuschauer mehr von dir. Und dann kann man sich nicht immer weiter mit dem Handy filmen. Sondern man muss jetzt nicht immer das beste Equipment haben, aber wenigstens ein bisschen, um da ein bisschen besser zu wirken, weil immer noch mit dem Handy filmen ist nicht so gut. Der dritte Tipp ist auf jeden Fall nicht einfach das machen, was die anderen machen, was gerade in den Trends ist. Man kann jetzt nicht sagen, wow, der spielt Minecraft, ich mach das jetzt auch, da kriege ich 2 Millionen Abonnenten. Ist nicht so. Und zwar, man kann sich inspirieren lassen von den Leuten, aber man muss seine eigenen Ideen auch noch einbringen. Man kann nicht einfach so das andere quasi kopieren. Der vierte Tipp ist auf jeden Fall, man muss man selbst sein. Man kann nicht einfach sich verstellen. Man muss in seiner Rolle bleiben und man selbst sein halt, wie ich schon gesagt habe. Man kann nicht irgendwie, wenn ich jetzt mich verstellen würde, würde das so klingen. Ey Leute, ich habe mal letztens so gegoogelt, ey, ihr glaubt nicht, ne? Alles so, also das geht nicht. Man muss schon noch in seiner Rolle bleiben, weil es gibt echt Kinder, die machen so einen auf Gangster und das kommt dann halt überhaupt nicht gut bei den Leuten an. Der fünfte Tipp ist, dass man so die Videos produzieren würde, so wie man sie selbst auch gerne sehen würde. Also so, dass man selbst davon quasi von der Kategorie, wie du Videos machst, ein Fan bist. Das ist jetzt aber nicht so wie Nummer 3 und das machen, was in den Trends ist, sondern wenn Nummer 3 meinte ich so, dass man sich quasi auch wieder verstellt und nicht seine Ideen hat. Und jetzt meine ich das so, dass man da ein bisschen kreativer und so in die Sachen reingehen kann. Die sechste Sache ist, dass man sich nicht, wenn man schon ein bisschen größer ist und dann ein paar Kommentare stehen hat, von den Hatern Kommentaren beeinflussen soll. Das ist vor allem am Anfang so. Da denkt man sich, was mache ich denn jetzt falsch und was soll ich denn jetzt machen? Aber lasst euch davon nicht runterkriegen und macht einfach euer Ding weiter. Weil irgendwann, so ist es bei mir gerade jetzt, was mich richtig freut, kommen dann die Leute, deine Abonnenten dazu und haben den Mut sogar gegen die was zu sagen. Dann stehen da 3 Kommentare darunter von wegen, ja, geh weg hier und guckst dann überhaupt die Videos oder so. Also das ist eine Aktion, die ihr nicht sagen könnt, ich höre auch mit YouTube, weil mir Leute in die Kommentare das schreiben. Also lasst euch davon nicht runterkriegen. Und der siebte und der letzte Tipp von mir ist, einfach immer dranbleiben. Wenn es theoretischerweise mal so sein sollte, dass man was erreichen will, beziehungsweise dass man weitermachen will, dann kann man nicht irgendwann aufhören und sagen, ja, ich mache nur 3 Abonnenten pro Tag, das ist gerade für meine Verhältnisse ziemlich viel. Aber andere machen 50 Abonnenten pro Tag und das wäre dann quasi eine Demütigung für dich selbst. Aber macht das nicht, bleibt einfach dran und irgendwann klappt es bei euch. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das waren jetzt mal meine Tipps für euch, wenn ihr ja, ich sehe ja auch in den Kommentaren da schreiben, Leute, ja, könntest du mich vielleicht mal irgendwie erwähnen? Und das mache ich jetzt. Also ich erwähne jetzt Leute, die quasi meine Freunde sind. Und zwar einmal Schoki Body. Da oben findet ihr oben eingeblendet den Namen. Dann hier rechts in der Ecke Schoko Body. Dann hier unten dreidimensional und hier unten Kurzcut. Also schaut bei dem mal vorbei. Ich finde deren Videos sehr cool und würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Das soll jetzt nicht so wie so ein Push wirken. Okay Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, teilt das Video mit euren Freunden und ja, sonst sage ich Seppis auf der Piece of Paper. Goodbye.